Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich habe gerade schon ein Video gemacht, aber irgendwie hat mein Aufnahmeprogramm von Elgato hier gesagt, ach nö, mit dem Mikrofon wollen wir jetzt gerade nicht. Musste ich einen Neustart machen. Ich habe nämlich den Apple Alligator getestet. Jetzt seid ihr halt nur noch beim hoppala, ohne Sprudel mit bei, das ist hier. Ich würde es euch nur mal zeigen. Es sieht nicht so giftgrün aus, wie es hier eigentlich ist. Ja. Riecht auch gut. Aber ich würde sagen, den Apfel rieche ich da so in der rohen Form nicht raus. Wenn ihr den aber gemischt habt, schön ordentlich, shaky, shaky, shaky. Den Becher, ja, den finde ich falsch. Also muss ich echt sagen, also da muss ich, also kann ich euch schon mal vorwegnehmen, so geil wie es schmeckt, den Becher finde ich nicht schön. Also da hat Rodi sich nicht übertroffen. Wenn ich mir den Shark-Becher angucke, blauen Deckel, oben rosa, unten hier, das ist ja auch rosa drinne, oder bei der Cobra mit dem Lila und so. Also das find wirklich richtig, richtig geil. Aber hier haben sie sich nicht wirklich übertroffen. Also das ist ein bisschen schwarz mit weißem Deckel. Das ist ein bisschen einfallslos, muss ich sagen. Also nicht nur ein bisschen sehr einfallslos. Also da bin ich von Rodi eigentlich Besseres gewöhnt. Ich trinke ja Rodi jetzt schon eine ganze Weile, auch beim Eistee. Und selbst da sind die Becher richtig schön gestylt mit den Farben und alle, dass es schön zusammenpasst und so. Der Schriftzug, wirklich schön. Auch die Tubes, also praktisch die Dinger aus Metall, Löffel aus Metall. Also wirklich schön, wirklich vom Gesamtkonzept finde ich das wirklich schön. Aber das ist, ehrlich gesagt, kein Ruhmesblatt. Also das ist, ich hätte meine Idee. Falls Rodi das übernehmen will, könnt ihr gerne übernehmen. Die Idee schenke ich euch. Das Einzige, wenn ihr die übernimmt, ich würde mich dann über einen neuen Becher freuen. In der neuen Farbkombination. Das wäre klasse. Also könnt ihr übernehmen. Meine Idee könnt ihr haben. Aber wenn ihr das übernimmt, über einen Becher würde ich mich freuen. Oder wenigstens einen Gutschein für einen Becher, wenn ich das nächste Mal bestelle. So, ihr seht ja, dass es so schön grün ist. Hm? Könnt ihr ja sehen. Nicht so giftig, so wie Cobra oder so, soll es ja auch gar nicht. Ist ja nur Apfel. Ein saurer Apfel. Warum macht man denn nicht den Deckel oben nicht so hell, nicht so grün wie hier und aber auch nicht so dunkelgrün wie das Krokodil, aber so schon so eine Grünnote. So ein bisschen dunkler vielleicht, wie das hier. Dass es so aussieht wie so ein grüner Apfel aus dem Supermarkt. Ja? So ein Grün. Ja? So ein Grün hier oben. Vielleicht ein minimal Tick dunkler als das vom Supermarkt. Und das hier oben, braun. Warum braun? Man könnte ja dann halt schön alle grün machen oder so. Aber ein Apfel hat ja einen Stiel. Deswegen Apfel, Deckel vom Apfel und das braun als Stiel. So als, das wäre eine wilde Kombi gewesen. Aber so muss ich sagen, die Kombi finde ich sehr einfallslos. Also ist einfach nur ein Becher halt mit dem Logo drauf und halt, ja, und dann, also das mit dem Krokodil finde ich schon Apple Alligator, also der Name ist schon cool, ja, muss man schon sagen. Ich hätte aber das hier unten vielleicht auch noch grün gemacht, obwohl das ist ja die Theorie oben. Aber dann würde das vielleicht durch das hier nicht so auffallen. Also geht schon, aber das hier oben ist sehr einfallslos. So. Es löst sich auch, also kann ich euch auch mal zeigen, es löst sich auch wirklich bombastisch geil auf. Ja. Da fragen ja auch immer viele, wie ist es? Löst es sich gut auf oder bleiben Brocken oder so? Löst sich sehr gut auf. Ich habe beim Apfel-Eistee ab und zu das Problem, dass es Brocken sind. Mittlerweile habe ich so einen kleinen Trick rausgekriegt. Ich habe mir so eine 2,2 Liter Flasche geholt. Ich mache 1 Liter Wasser rein, dann 4 Löffel vom Apfel-Eistee, dann noch mal 1 Liter rauf, aber erstmal durchmischen.
Weil wenn ihr 2 Liter reinmacht, 4 Löffel reinmacht, dann habt ihr nur so viel Luft nach oben und dann mischt sich das schlecht. Also es mischt sich auch, aber es ist schlecht. Und wenn ihr aber nur 1 Liter reinmacht, die 4 Kappen zumacht, durchschägt, richtig schön, dann vermischt sich das besser, dann nochmal Wasser rauf, den Rest, den Liter oder halben Liter, je nachdem, wie ihr das machen wollt. Und dann macht dazu, nochmal durchschicken, kaltes Wasser aus dem Kühlschrank am besten nehmen, im Kühlschrank zurückstellen, kurz, wenn das nicht, oder könnt ihr auch gleich was rausnehmen, den Rest wieder in den Kühlschrank rein und dann löst sich das auch nochmal ein bisschen besser auf. Wenn man dann immer zwischendurch mal wieder ein bisschen shaken und so, aber ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe es jetzt, wie gesagt, ich habe jetzt hier kein Medium mehr, weil, wie gesagt, das ist ja schon das zweite Video. Ich hatte ja Classic hier benutzt. Das ist jetzt, was ich hier habe, ist jetzt rein mit normalem stillen Wasser. Weil ich habe kein Sprudelwasser mehr. Weil viele von euch gesagt haben, teste mal mit Sprudel, weil du trinkst immer ohne Sprudel. Das muss man mit Sprudel, ist ja ein Energy. Ich muss sagen, mein Liebling bis jetzt war ja der Shark. Immer noch. Ja, richtig geil. Aber den trinke ich auch ohne Sprudel. Und da schmeckt der mir saugut. Ja? Ich weiß nicht, woran es liegt. Beim Energy, klar, muss man einen Sprudel eigentlich mit drin haben, sagen ja viele. Aber ich muss sagen, diese hier, die Misch-Energies, also praktisch hier, Oli, die schmecken mir, also ich bin ja sowieso weg vom Sprudel. Cola und sowas alles. Und auch Wasser habe ich ja früher mit Classic getrunken. Nee, Medium. Classic war mir immer zu viel. Aber irgendwie bin ich jetzt nur noch bei Wasser, bei still und selbst mein Apfeleistee von Holi, ja, mache ich ja auch mit stillem Wasser. Und ich bin einfach bei stillem Wasser geblieben irgendwie. Und mir schmeckt es persönlich auch gut. Nichtsdestotrotz, ich habe eben ja mit Medium getrunken. Es war halt nicht mehr so viel Kohlensäure drin, weil mein letzter Schluck Wasser da drin war. Ja, also hat gerade noch für den Becher erreicht, beziehungsweise halt 100 Milliliter weniger, weil ich habe ja 100 Milliliter Wasser schön durchgeschakt, dann mit Sprudel aufgefüllt. Ging genau auf. Was mir persönlich jetzt aufgefallen ist, weil ich habe, ihr seht ja, ich habe hier schon was getrunken, mit Sprudel, es schmeckt auch gut, aber mit Sprudel, finde ich, kommt die saure Note nicht so krass raus, wie, also nicht, dass sie gar nicht rauskommt, sie kommt raus, es schmeckt sauer, nach einem sauren Apfel richtig schön, richtig lecker. Aber mit stillem Wasser ist es nochmal diese andere Art. Also da finde ich es um Längen saurer. Kann aber nur mal mein persönliches Empfinden sein. Ich kann euch nur sagen, wie ich es jetzt empfunden habe mit Medium und mit stillem Wasser. Es riecht auch saugeil, muss ich sagen. Es riecht wirklich saugeil. Wenn man das so riecht, ich habe damals so eine Reibe gehabt von DDR-Zeiten, von meiner Mutter gekriegt, damals, wo ich meine erste eigene Wohnung hatte. Und da habe ich mir Apfelmus mal selber gemacht. Für zwischendurch, weil es schlecht wird, ihr den ganzen Glas holst und dann nimmst du halt nur einen Apfel und also für Zwischenmahlzeit und weil du ja auch nicht jeden Tag trinken Apfelmus magst. Und da habe ich mir dann ab und zu mal so einen Apfel darüber gerieben und so müsst ihr euch das vorstellen. Ihr reibt euch einen schönen grünen Apfel und dann riecht ihr so dran oder der Duft kommt ja dann so hoch, so müsst ihr euch das vorstellen. Riecht wirklich geil. Oh. Aber schön sauer. Ich weiß auch nicht warum. Es war da vorhin einfach nur Sprudel drin. Aber da finde ich, da hat das Saure nicht so gekickt. Also mit stillem Wasser kickt das Saure schon. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt nur mein persönliches Empfinden ist oder ob das so ist. Also könnt ihr mir gerne sagen, wenn ihr, ich mach mal lieber so, wenn ihr den Alligator euch denn vielleicht auch mal holt, ja, da könnt ihr mir ja gerne mal sagen, ob ihr mit Sprudel oder ohne Sprudel getrunken habt oder mit beiden.
Einmal mit Sprudel, einmal ohne. Und ob es Klassik oder still war. Und ob ihr das auch festgestellt habt, dass mit stillem Wasser der Apfel mehr kickt. Aber wirklich geil. Wirklich, wirklich geil. Huhuhu. Finde ich gut. Finde ich wirklich, wirklich, wirklich gut. Ich habe ja lange noch darauf gewartet, dass endlich mal Apple da ist. Und da war bis jetzt mein Lieblings-Shark. Und ab und zu dann mal eine Kobra. Aber da kann ich mir auch vorstellen, jetzt öfters mal Apple zu trinken. Weil beim Eistee bevorzuge ich Apple ja auch. Kann ich euch nur empfehlen. Schmeckt saugeil. Sau, sau geil. Die hatten auch mal den Shisha-Apfel. Da habe ich damals den dazu gekriegt. Da war so eine Aktion. Das sind so zwei Apfelsorten gewesen. Mit ein bisschen Shisha. Also die Shisha-Apfel. War nicht so. War halt apfelig, aber halt nicht so wie der normale grüne Apfel. War aber auch lecker. War aber nur eine Aktion. So, das soll es jetzt aber auch dazu gewesen sein. Ich kann euch den Apple Alligator empfehlen. Ich kriege jetzt auch kein Geld dafür. Also hier steht auch, wird auch nirgendwo Werbung stehen, weil ich kriege dafür kein Geld. Ich habe den selber gekauft von meinem eigenen Geld. Und ja, und ich verzehre das halt selber. Vor allen Dingen den Eistee. Also so ein Beutel Eistee hält bei mir eine Woche. Eine Woche. Ja, also. Weil du kannst, du mal auch länger als eine Woche, weil wenn du die ganze Zeit nur Wasser ohne Geschmack trinkst, dann hast du dann irgendwann einen Hieper auf Geschmack und dann kannst du Wasser ohne Geschmack eine Weile nicht sehen und da habe ich dann Eistee getrunken. Und dann kommt zwischendurch dann mal wieder so, dass man mehr Wasser, ja, kommt halt immer drauf an. So, aber nichtsdestotrotz. Hoffe ich, wie ihr sagt, dass es euch gefallen hat. Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Vielleicht mache ich gleich auch noch ein Video zu den verschiedenen Holi-Sorten, weil bei Energies fehlen mir noch fünf, die ich nicht probiert habe, weil die haben mir ganz schön nachgelegt. Und bei Eistee fehlen mir zwei Sorten, die ich noch nicht probiert habe. Aber dass ich mal so ein vorläufiges Video für euch machen kann, da wurde ja öfters mal nachgefragt. Dass ich euch meine persönlichen Erfahrungen mitmache, das werde ich wahrscheinlich im Anschluss machen und kommt dann in den nächsten Tagen online. Muss ich mal gucken. Aber ich bin jetzt erstmal weg. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ahoi. Sagt euer Odin.